Moin Moin, Servus, Grüezi, Gute, Konnichiwa, hier ist der Stolli, hier ist ein Concussion Protocol. Ja, es ist diese Woche wieder da. Seid nicht sauer, Freunde, sorry. Geht manchmal nicht. Wie gesagt, man hat ja noch ein zweites Leben. Außerdem waren die Jungs alle in London, da war eh genug Content von da drüben am Start, aber jetzt bleibt mal wieder Zeit für eins. Und es ist natürlich die perfekte Zeit für eine Art Mid-Season-Award-Show. Insofern zieht euch ein bisschen hübsch an und dann legen wir los. Fangen wir an mit dem Coach of the Year. Das finde ich schon mal eine sehr spannende Geschichte bisher, denn für mich sind da zwei Jungs, die im Rennen sind. Namen, den ich oft höre, ist Sean Payton und großen Respekt, definitiv. Was die Saints ohne Drew Brees gerissen haben. Aber, und hier kommt das Aber, die Saints sind ein extrem kompletter Kader. Also jetzt nur wegen Drew Brees Ausfall finde ich das übertrieben, muss ich ehrlich sagen, da so ein Feuerwerk draus zu machen. Dass sie jetzt alle Spiele gewinnen, hat man sicherlich nicht mitgerechnet, aber dass sie jetzt komplett wegbrechen würden mit dem Kader, ehrlich jetzt, hat irgendjemand das gedacht? Also, es ist ein wahnsinnig guter Job, den Sean Payton macht, aber für mich gibt es zwei, die einen besseren Job machen. Das ist zum einen Kyle Shanahan, der Head Coach der 49ers. Die 49ers, the last unbeaten Team, wer hätte das gedacht? Mein Gott, Remo, hättest du mal 100 Euro drauf gewettet, dann könntest du dir jetzt einen Friseur leisten. Nein, damit hat natürlich niemand gerechnet. Zumal es ja auch schon wieder im Sommer losging mit der einen oder anderen Verletzung und dachte, oh, schon wieder. Das ist eine wahnsinnige Überraschung. Die Defense spielt überall, die Defensive Line ist unfassbar gut. Deswegen verdienen die 49ers extrem Respekt. Für mich persönlich, und da kommen wir doch zur Controversy und da freue ich mich natürlich schon auf eure Kommentare, gibt es aber einen, der aktuell diesen Titel noch mehr verdient. Das mag bescheuert klingen und sagt, ja, die sind ja anbieten und tralali und tralala, aber ich finde, Matt LaFleur ist für mich Coach of the Year. Denn als neuer Head Coach reinzukommen und so abzurocken, Respekt. Ja, Kyle Shanahan ist jetzt auch nicht in Jahr 1 in San Francisco, sondern hat jetzt schon, der musste tatsächlich auch mal ein bisschen abliefern dieses Jahr, weil sonst wäre die Luft sehr dünn geworden in San Francisco. Der macht das jetzt auch schon ein bisschen. Aber als komplett neuer Coach reinzukommen, Matt LaFleur, und das abzuliefern, was die Packers da machen, echt gut. Er macht das natürlich nicht alleine. Er war clever genug, den Defensive Coordinator zu behalten vom letzten Jahr und kriegt natürlich auch vom GM die nötige Unterstützung, aber das kriegen die anderen auch. Also da sind sie alle auf dem gleich hohen Level. Aber ich finde einfach zu sehen, wie diese Offense von Mal zu Mal besser wird. Jetzt nehmen wir mal diesen kompletten Ausrutscher gegen die Chargers raus und nehmen wir dann, dass es ein Ausrutscher war. Dass man da einfach ein bisschen, ne, dass einem das vielleicht ein bisschen zu Kopf gestiegen ist, der Erfolg vorher. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Sehr flexibel, sehr einfach. Es macht Spaß, die Packers zu sehen. Und wenn man sieht, wie die Bilanz aller anderen Head Coaches ist, die dieses Jahr das erste Jahr Head Coach sind, dann finde ich, muss man umso mehr Respekt haben für die Leistung. Denn das, was da abgeht, von Cleveland bis Arizona, von Tampa bis hast du nicht gesehen, ist halt eine echt schwierige Nummer, neuer Headcoach zu sein. Muss man ganz ehrlich sagen. Und er ist der Einzige mit Winning Record und das dann auch Landslide-mäßig. Also, ist ja nicht knapp, der eine ist 5-4, der andere 4-5, sondern da sind ja Lichtjahre zwischen dem einen und dem nächsten. Also, für mich, Respekt zeigt, wie schwer dieser Job ist, wie schwierig es ist, im ersten Jahr direkt abzurocken. Für mich stand jetzt Head Coach of the Year. Comeback Player of the Year, da gibt es natürlich einige Kandidaten, völlig klar, aber für mich ist es der Mann, den ich vorher schon gesagt habe, dass es wird, Cooper Kupp. Ich habe, glaube ich, im Sommer auch schon gesagt, ich habe auch schon im Playoffs gesagt, ich glaube, dass der Mann wichtiger für die Rams ist als Todd Gurley. Und das zeigt er. Der Mann ist so unfassbar wichtig für die Rams. 5 Touchdowns, 58 Catches, fast 800 Yards jetzt schon. Einfach Woche für Woche liefert der ab. Würdest nicht das Gefühl haben, dass der einen Kreuzbandriss hatte. Der ist genauso wieselflink unterwegs, genauso tit, 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 tit. Ja, zick, zack, zick, zack. Also
geiler Spieler, geile Performance dieses Jahr, für mich mein Comeback Player of the Year. Bei Rookie of the Year fangen wir mal mit der Defense an. Da sind ja einige echt gut dabei. Also, ich finde, da sind insgesamt sind sehr, sehr viele Spieler, die in der ersten Runde gedraftet wurden, echt gut am Start. Aber es ist doch am Ende einfach, oder? Ich meine, was Nick Bosa da Woche für Woche tut bei den 49ers, ist wow. Die 49ers hatten ja schon einige ordentliche Jungs an der D-Line, ja, schon bevor Bosa dazu kam, die auch First-Round-Picks waren und die nie so dieses Boom hatten. Und dann kommt der Junge rein und macht einfach so einen Dampf Woche für Woche, ist so dominant und jede Woche irgendwo im Backfield terrorisiert er Running Backs und Quarterbacks. Also ganz klar für mich Defensive Rookie of the Year. Offensive Rookie of the Year, auch hier ist insgesamt, sage ich jetzt mal, also während bei der Defense man durchaus auch Argumente für andere Spieler finden würde und wie gesagt, insgesamt sehr viele Spieler sehr gut performen, gibt es in der Offense für mich nur einen Spieler. Völlig klar, Josh Jacobs, Running Back der Raiders, der ist so wichtig in dieser Offense und so fest eingebunden in dieser Offense und ist ein ganz wichtiger Grund, warum das ganze Konstrukt so gut funktioniert dieses Jahr, auch ohne Antonio Brown und auch wenn Tyrell Williams hier und da verletzt fehlt. Absolut klasse. Jetzt schon den Rookie-Rushing-Record der Raiders eingeholt. Ist für mich Lichtjahre entfernt von dem nächstbesten, über den man da als Offensive Rookie of the Year sprechen könnte. Ich könnte euch nicht mal sagen, wer für mich eine Nummer 2 wäre, wo ich sage, ja, Nee, das ist jemand, der, ja, ähnlich wie Saquon Barkley letztes Jahr, der einfach so ein Face of the Franchise sofort ist, der sofort drin ist und alles verändert. Josh Jacobs für mich ganz klar Offensive Rookie of the Year. Dann gibt es ja immer noch diese witzige Statistik Offensive Player of the Year, was ja nicht gleich MVP ist, keine Ahnung warum. Oft ist es ja, naja, egal. Das ist ein anderer Schuh. Aber hier gibt es für mich tatsächlich nur einen Mann, Christian McCaffrey. Oder? Was meint ihr? Christian McCaffrey ist irgendwie unfreaking stoppable. Woche für Woche, bis auf das 49ers-Spiel. Es findet eigentlich gefühlt niemand eine Möglichkeit, diesen Mann wirklich auszuschalten. Du weißt, was kommt. Und aufgrund der Quarterback-Situation in Carolina weißt du noch viel mehr, was kommt. Und du kannst es nicht stoppen, weil der Typ einfach so brutal elusive ist. Das ist einfach mega Spaß, ihm zuzuschauen. Und ich hoffe, dass er bis zum Ende der Saison dieses Pensum weiterfahren kann. Und dann womöglich eine komplette, ja, eine historische Saison schafft, wer weiß. Also ich würde es ihm wünschen. Für mich ganz klar, Offensive Player of the Year. Da gibt's, in meinen Augen gibt es da keinen zweiten, der so abliefert und so, ja, auch so ein Alleinunterhalter ist. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen in der Offense. Also Carolina, schnell! Nimm mir 3 Offensive Player der Panthers. Ihr seid gescheitert. Also, es ist halt so auf ihn zugeschnitten, das ist schon heftig. Defensive Player of the Year, da war ja bis vor einer Woche teilweise sogar zu lesen, er musste die ganze Defense der Patriots nehmen. Okay, Kommando, Stopp. Nochmal ein Stopp und nochmal einen Schritt zurück. Das war dann leider nichts. Jetzt geht natürlich abzuwarten, war das jetzt eben einfach mal ein Spiel oder steckt da vielleicht ein bisschen mehr dahinter? Lassen wir uns überraschen. Gibt einige stark performen. Aaron Donald gehört natürlich wieder mit dazu, finde ich. Cameron Jordan hat eine krasse Saison. Shaq Barrett hat natürlich vor allen Dingen in den ersten Wochen Wahnsinniges geleistet. Aber ich glaube, am Ende ist es doch ein Patriot. Ich glaube, wir kommen aktuell kaum an Stephon Gilmore vorbei. Ich glaube, das ist schwer. Ein Rating von unter 40 lässt er zu. Der ist so dominant mit dem, was er da tut. Das ist brutal. Das ist sehr einschüchternd, fast schon. Deswegen für mich ist das der Inbegriff von Revis Island 2.0 quasi aktuell. Und ein ganz wichtiger Aspekt, warum die Patriots so stark spielen in ihrer Defense. Für mich ist es eben, ich fände es auch geil, weil es eben mal nicht, es geht gar nicht zwingend darum, dass der Typ am Ende 12 Interceptions hat, weil das ist für mich auch immer so ein, Interception ist für mich ein schwieriger Wert für einen Verteidiger, weil
für mich war immer ein Paradebeispiel D'Angelo Hall. Der hatte alle zwei, drei Jahre so ein Monsterjahr mit 10 bis 8 Interceptions. Aber zwischendurch, das war für mich kein Top-Coverage-Corner. War es einfach nicht. Das ist aber schwierig, finde ich. Weil oft auch Cornerbacks, ich meine, wenn du richtig gut bist, dann versucht eigentlich der Coach eher in die andere Richtung zu gehen, eher weg von dir zu gehen. Dann wird es auch schwer, viele Interceptions zu fangen. Ne? Aber das ist ja eigentlich ein Zeichen von Respekt und Anerkennung. Insofern finde ich Interception immer eine schwierige Statistik, aber auch da ist er gut mit am Start. Insgesamt spielt er einfach mega Performance und oft ist der Defensive Player of the Year ja jemand, der viele Sacks hat. Aber wäre doch auch mal geil, einen Cornerback wieder am Start zu haben. Ja, und dann natürlich die große Frage, Stolle, wen siehst du denn aktuell als MVP? Also für mich gibt es keinen, nicht diesen einen Mega-Frontrunner, den gibt es dies Jahr aktuell nicht. Es gibt nicht diesen Patrick Mahomes, der auf und davon ist, aber es gibt eine Menge Jungs, die eine richtig gute Chance haben. Das fängt an, Lamar Jackson. Der spielt eine Saison, ganz ehrlich, hatte ich nicht erwartet. Ich bin auch immer noch ein bisschen skeptisch, wie lange er das so durchhalten kann und vor allen Dingen er als reiner Passer, wie das funktioniert. Ich bin gespannt, wenn dann wirklich die heiße Phase-Saison kommt, aber nichtsdestotrotz performt er outstanding Woche für Woche. Selbst ein Aaron Rodgers ist in meinen Augen jemand, den man hier in diesem Bezug noch nennen muss, weil er einfach eine sehr, sehr, sehr geile Saison spielt. Ja, gar nicht so eine Wahnsinnszahlen wie in anderen Jahren, einfach finde ich aber, also unheimlich wenig Fehler. Ich finde, den muss man auf jeden Fall noch als Dark Horse Candidate für die zweite Saisonhälfte, sollte man ihn nicht aus dem Auge lassen. Vielleicht könnte auch ein Patrick Mahomes noch rein sneaken, wenn er eine fette zweite Saisonhälfte hinlegt. Deshaun Watson ist ein Thema. Auf jeden Fall spielt auch eine Saison, die sehr, sehr stark ist, aber es ist für mich immer noch so ein bisschen das allgemeine Houston-Problem, dieses Lights on, Lights out. Das ist manchmal von Spiel zu Spiel anders, manchmal ist es in einem Spiel selbst anders. Also es gibt da immer noch zu viele Momente in meinen Augen, die dann nicht MVP-worthy sind. Wenn er die abstellen kann und in der zweiten Saisonhälfte einfach noch konstanter spielen kann, dann muss ich sagen, hat er eine legitime Chance, MVP zu werden. Aber Stand jetzt kommt der MVP aus Seattle, Russell Wilson. War ja nun, ist ja nicht das erste Mal das Gerede, Wilson-MVP. Ich finde aktuell, auch gerade wieder nach dem letzten Wochenende, diese Defense ist dieses Jahr einfach nicht richtig gut. Das muss man einfach so anerkennen, dass sie nicht das Level hat, was man von den Seahawks gewohnt ist. Und umso wichtiger ist es, dass man eine Offense hat, die auch ohne die ganz großen Namen abliefert. Und das steht und fällt mit diesem Mann seit Jahren. Und vielleicht ist es für seine Reputation sogar das in Anführungsstrichen Beste, was passieren konnte, dass die Defense mal nicht so stark performt, dass es noch viel mehr auf ihn ankommt. Weil ich finde, kaum Spieler trägt seine Offense so sehr wie Russell Wilson. Und das ja nicht erst seit heute, sondern schon seit einigen Jahren. Immer wieder reden wir über die O-Line, das Problem mit der O-Line. Dann plötzlich war irgendwie kein guter Running Back. Und die Receiver sind ja auch nicht so überragend wie bei anderen Teams und bla bla bla. Aber irgendwie am Ende, dank der guten Defense, hat es halt nie gereicht für ganz vorne im MVP-Race. In diesem Jahr muss er halt auch noch andere Nummern abliefern. Hatte ich so vor der Saison, gebe ich auch zu, nicht erwartet, dass das funktioniert in Seattle, aber ja, geiler Typ, ein Badger halt, was willst du sagen, ne? Für mich aktuell der MVP-Kandidat Nummer 1. Wenngleich, wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr enges Rennen, da ist noch lange kein Drops gelutscht und da kann auch eine Menge passieren. Wir verzichten heute mal auf den ganzen anderen Kleinkram, der sonst hier in der Sendung rumschwirrt und gehen mal direkt zu Sag mal Stolle. So viel war nicht los, verständlicherweise. Stolle war in den letzten Wochen ja auch nicht ganz so aktiv. Aber ein paar Fragen habe ich trotzdem von euch bekommen und die sollen natürlich auch beantwortet werden. Da ist zum einen Benjalan1802, der fragt, sag mal Stolle, was hältst du vom Vergleich James Winston-Brett Favre? Berechtigt und wenn ja, ist dieser Spielstil, in Klammern viele Turnover, heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß.
Puh, das ist natürlich auf den ersten Blick mal ein ziemlich heftiger Vergleich. Tatsächlich aber, wenn man sich die Statistiken reinzieht der beiden, sind die gar nicht so unterschiedlich in den ersten 4/5 Jahren. Wenn man jetzt mal Brett Favre, das erste Jahr in seinem Rookie-Jahr in Atlanta, wo er eigentlich nicht wirklich auf dem Feld stand, weglässt und dann eben seine ersten 4 Jahre in Green Bay nimmt und dazu Winston mit seinen ersten 4,5 Jahren in Tampa Bay, dann steht Winston tatsächlich, können wir mal vergleichen, bei 104 Touchdowns, 70 Interceptions. Brett Favre steht in der Zeit bei 108 Touchdowns in 4 Jahren, nicht in 4,5. Und ich habe 64 Interceptions. Also sind tatsächlich relativ ähnlich rein statistisch. Aber ich glaube, es gibt schon ein paar unterschiedliche Sachen. Completion Percentage ist Brett Favre schon ein bisschen besser gewesen. Ich glaube, tatsächlich kann man die schwer vergleichen. Das waren andere Zeiten. Ich glaube, wir sprechen ja heute schon mal von. Also die Zahlen, die Brett Favre damals hingelegt hat, waren für die Anfang, Mitte 90er schon recht heftige Zahlen. Also, ne, in Jahr 3 hätte Brett Favre 33 Touchdown-Pässe, in Jahr 4 sogar 38, dann 39, 35 in den nächsten Jahren. Also, da, so über 30 Touchdowns war Anfang, Mitte der 90er noch nicht unbedingt Standard. Heute ist es das auf jeden Fall, muss man ja ganz ehrlich sagen. Winston hat in keiner einzigen Saison bisher die 30 geknackt, die er gespielt hat. Ich glaube, die Zeiten waren ein bisschen anders. Aber tatsächlich ist auch alles war anders. Also auch die Protection war ja eine andere. Also die hast jetzt als Quarterback viel mehr Sicherheiten, das Spiel länger zu spielen. Wir haben immer mehr Quarterbacks, die Richtung 40 gehen und nicht so aussehen, als wenn sie aufhören. Das hat auch damit zu tun, dass sie einfach immer besser geschützt werden. Auf der anderen Seite hat wohl keiner so viel abbekommen und weitergespielt wie Brett Favre. Das ist ja auch Teil der Legende um Brett Favre. Ja, Brett Favre, Gunslinger. Ich würde aber Jameis Winston nicht als Gunslinger bezeichnen, ehrlich gesagt. Ich finde einfach, da ist schon ein Unterschied. Also, Brett Favre konnte schon Dinge, die, also, die Jameis Winston nicht kann, das muss man ganz klar sagen. Und beide hatten sicherlich Momente, wo man sagt, was war das jetzt? Aber bei Winston ist es zu viel. Oh, du lebst und stirbst so ein bisschen immer mit diesem Dauerhaftrisiko. Bei Brett Favre wusstest du schon, da kommt meistens was Gutes bei raus. Ich würde Jameis Winston auch nicht unbedingt als Gunslinger bezeichnen. Für mich ist es eigentlich eher jemand, der sich einfach nicht weiterentwickelt. Wie gesagt, da jetzt rein auf die Statistik zu gucken, bisschen schwierig. Und vor allen Dingen glaube ich, das größte Ding, was Brett Favre hatte und Jameis Winston meiner Meinung nach überhaupt nicht hat, ist Leadership Quality. Brett Favre war wirklich ein absoluter Leader. Und Jameis Winston ist so, den kann man irgendwie nicht für voll nehmen. Und ich glaube, das ist wirklich seine größte Schwäche. Aber es ist auf jeden Fall eine gewagte These zu sagen, ey, vergleich doch mal die beiden. Find ich witziger. Wie gesagt, statistisch lagen beide gar nicht so weit auseinander. Aber es waren halt auch völlig andere Zeiten. Aber um zur Frage zu kommen, ist das nicht mehr zeitgemäß? Ich glaube, heutzutage sind die Quarterbacks ja grundsätzlich viel mobiler. Brett Favre gehörte ja seinerzeit schon zu den mobileren Spielern. Da war ja so ein Steve Young eher noch eine Ausnahme. Heute ist das ja ein ganz anderer Spielertyp. Wie gesagt, viel mehr Protection für den Quarterback als damals. Da ist Brett Favre das Paradebeispiel des Quarterbacks, der ordentlich auf die Mütze bekommen hat und immer weitergemacht hat. Ja, und ich sag mal so, 4.500, 5.000 Yards ist ja heute fast schon Standard. Das gibt es ja jedes Jahr mittlerweile, dass einer die 5 knackt. Damals das noch nicht der Fall. Da hatte einfach das Spiel, vor allem Running Backs hatten ja auch noch einen ganz anderen Value. Deswegen finde ich, kann man das schwer. Ist auch schon wieder eine ganz andere Zeitrechnung. Aber Gunslinger grundsätzlich als Gunslinger heute, ich glaube schon, dass du da auch noch überleben kannst. Also ich glaube, dass wir auch heute noch Quarterbacks haben, die manchmal. Ja, also ich finde, Philip Rivers fällt ja dann eher in die Kategorie, der ja gerne mal weit vorne liegt in Sachen Interceptions geworfen. Aber der das halt auch wettmacht mit entsprechend vielen Touchdowns und gewonnenen Spielen immer wieder.
Also ich glaube, dass du auch heute noch als Ganzlinger durchaus überleben kannst. Was haben wir denn hier noch? Knut 22 sagt, sag mal Stolle, die Patriots nehmen vor jedem Spiel gegen die Jets regelmäßig Spieler unter Vertrag, die vorher noch bei den Jets im Roster waren, nur um sie nach dem Spiel wieder vom Hof zu jagen. Zuletzt war es Tight End Eric Tomlinson. Meine Frage dazu: Machen Sie das auch bei anderen Teams? Machen andere Teams das auch? Sollte man nicht schauen, dass man dieses Treiben untersagt? Oder ist das für dich normal in dem Geschäft? Ich finde es respektlos und unmenschlich. Tja, also dass sie das machen, muss natürlich damit zu tun haben, dass die New York Jets so unfassbar gefährlich als Gegner sind. Sorry, Knut, den konnte ich mir nicht verkneifen. Also mit Sicherheit machen die Patriots nichts einfach so. Da sind wir uns, glaube ich, mittlerweile alle sicher. Deswegen glaube ich schon, dass die Patriots sich die hier und da, bis jetzt immer die Jets sind, wage ich aktuell auch aufgrund dessen, was man bei den Jets so sieht, eher zu bezweifeln. Aber ich bin mir sicher, dass es auch Spiele gab, wo sie bewusst auch gegen die Jets sich Spieler geholt haben oder eben auch bei anderen Teams Spieler geholt haben, um ja durchaus ein bisschen Inside Knowledge zu bekommen. Das ist, ich meine, das ist so ein ungeschriebenes Ding. Das ist jetzt auch nicht unüblich. Das haben auch andere Teams schon gemacht. Machen sie Patriots häufiger als andere? Ich könnte es nicht sagen. Ich will mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe mal gezählt und ich oder eine Vermutung. Ich weiß es nicht. Natürlich werden viele von euch jetzt sagen, ja, klar, aber die Patriots, ah, vor jedem Spiel. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und wie gesagt, wie viel Absicht jetzt dahinter steckt. Ich glaube, es gibt diese Spiele, in denen eine gewisse Absicht hintersteckt, ein paar Infos zu bekommen. Ein paar Details zu bekommen. Das sind die Patriots aber mit Sicherheit nicht die einzigen. Dann die Frage, ob man das untersagen sollte. Schwierig. Also ich glaube, für so einen Spieler ist das ja, am Ende des Tages ist es ein Job, den du bekommst. Du kriegst einen Paycheck, du kriegst Tape. Das ist zumindest die Hoffnung. Es kommt eher selten vor, dass ein Spieler dann sagt, nee, lass mal. Ich war RG3, ne? War das nicht RG3, der vor 2 Jahren den Ravens abgesagt hatte im Sommer, weil die wollten quasi, dass er kommt und direkt am selben Tag spielt. Und er meinte, nee, das ist mir zu, da kann ich nicht gut aussehen. Ich glaube, so war, also das passiert sehr selten. Allerdings hat ein RG3 natürlich auch ein bisschen mehr Geld vielleicht oder hoffentlich noch auf der hohen Kante als manch anderer Spieler, der da, glaube ich, nicht drüber nachdenkt, sondern ganz einfach sagt, ich nehme diesen Deal an. Vielleicht bin ich nur eine Woche da, aber es, wie gesagt, ist Kohle. Ich muss mich beweisen, ich muss mich darauf zeigen. Also unmenschlich ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Natürlich ist es Teil des Systems und nicht immer toll. Und das sind so die Kleinigkeiten, die dann Coaches natürlich auch ausnutzen. Aber es gehört dazu. Es ist Business. Und wie gesagt, auf der anderen Seite ist es auch für die Spieler so, lieber haben sie mal 1, 2 Wochen einen Deal, als dass sie gar keinen haben. Es gibt genug andere, die auf der Straße sitzen und gar kein Team haben. Insofern glaube ich, wird man das nicht einfach wegpacken können. Glaube ich nicht. Eine sehr spannende Frage haben wir noch, die kommt von Keynes Madfin. Sag mal, Stolle, stell dir vor, du bist der Verantwortliche für die Miami Dolphins im nächsten Draft. Du hast also 14 Picks und davon 3 in der ersten Runde. Was wäre deine Strategie, um ein starkes Team aufzubauen? Also auf welchem Mannschaftsteil würdest du deinen Fokus legen und welche Bausteine wolltest du eher bei den Free Agents finden? Zudem, welche 3 Spieler würdest du realistisch versuchen, in der ersten Runde zu bekommen? Das ist natürlich eine Menge Pfeffer. Also die Dolphins haben natürlich grundsätzlich extrem viele Baustellen. Insofern glaube ich, wird sich darauf hinauslaufen, dass es eine bunte Mischung wird aus Draft und Free Agency. Ich glaube, es lässt sich gar nicht anders regeln. Ich würde dennoch mit Sicherheit den Fokus auf den Draft legen und schauen, was kann ich da wirklich bekommen. Die größten Free Agents bei den Dolphins selbst sind wahrscheinlich Devante Parker, der Wide Receiver, und Eric Rowe, der Cornerback. Tatsächlich spielt Parker gefühlt seine beste Saison. Da bin ich gespannt. Der kriegt wahrscheinlich aber auch dann unter Umständen Angebote, wo Miami schon sagt, wollen wir gar nicht mehr zahlen. Müssen wir mal gucken. Ansonsten ist das jetzt nicht so, dass du sagst, oh wow, die musst du alle halten. Sie haben sehr viele Free Agents. Wie viele davon bleiben, also jetzt auf irgendeine bestimmte Mannschaft, ich würde schon den Fokus auf den Draft legen, beziehungsweise den Fokus in erster Linie auf bestimmte Positionen. Also Offensive Line muss dringend verstärkt werden. Quarterback ist ein großes Fragezeichen. Pass Rush ist ein Fragezeichen.
Und dann würde ich als nächstes wahrscheinlich sogar noch sagen, auch mit dem Fragezeichen Eric Rowe, Cornerback. Das wären so für mich die erstmal größten Baustellen in Miami. Ja, man kann natürlich sagen, ja, hier, Running Back ist auch ein. Aber Running Back kannst du dir dann auch gemütlich noch in der dritten oder vierten Runde eindraften. Wird schon passen. Aber die großen Baustellen sind das für mich. Wenn ich mich jetzt rein auf den Draft fokussiere und gar nicht sage, Miami geht groß in der Free Agency los und holt und holt und holt. Wir haben drei First-Round-Picks, ihren eigenen, den von Houston und den von Pittsburgh. Darauf sollten sie sich fokussieren. Free Agency, mal gucken, wen haben wir denn als größter Free Agent? Ja, womöglich ein Von Miller, jede Menge alte Quarterbacks sind zu haben. Gucken, Jadeveon Clowney wäre natürlich ein spannender Spieler, der ist Free Agent. Everson Griffin, aber auch nicht mehr der Jüngste. Das wäre sicherlich auch Chris Harris, aber auch nicht mehr ganz der Jüngste. Also, gucken, O-Line-mäßig. Costanzo ist aber auch schon 32. Also, da haut mich jetzt niemand so auf den ersten Blick sofort vom Hocker, wo ich sage, oh ja, den sollte man sich definitiv versuchen zu sichern. Die meisten sind tatsächlich auch schon Ü30, aber es sind sicherlich genug Spieler da, die auch für Miami interessant sein könnten. Dennoch, finde ich, auf den ersten Blick ist der Free Agency-Markt jetzt nicht überfüllt mit mega, mega großen Namen. Deswegen sage ich, gucken mal, sollten sie eher auf den Draft gucken. Wie gesagt, drei Picks, ihren eigenen, Houston, Pittsburgh. So wie es gerade in Houston läuft, wird der eher relativ weit hinten sein. Pittsburgh aktuell Mittelfeld, erste Runde. Ihr eigener ist auch nicht mehr First Overall Pick. Miami pickt momentan an Position 4. Kann man sich kaum vorstellen. Aber Miami würde unter Umständen tatsächlich an 4 picken. Das wäre natürlich dann so, dann wird es schon wieder ganz anders vom Interesse her. First Overall Pick ist, wäre es schwer, an einem Quarterback vorbeizukommen. Einfach auf der Grundsatzfrage her. Was will man und was braucht man? Wenn man jetzt wirklich erst an 2, 3 oder 4 pickt, ist es schon. Da hat man, finde ich, schon mehr Optionen. Da muss man nicht zwingend auf Quarterback gehen. Für mich ist auch Quarterback nicht der beste Spieler im Draft, sondern es ist Chase Young von Ohio State, das ist für mich der beste Spieler. Und meiner Meinung nach sollte das der Spieler sein, den Miami dann auch holt. Vor allen Dingen, wenn sie nicht an 1 draften, sollten sie unbedingt schauen, dass sie Chase Young bekommen. Wäre für mich viel entscheidender als das Quarterback-Thema, den dominanten Pass-Rusher im College zu holen. Sein Vorgänger, Nick Bosa, spielt jetzt nicht so schlecht und viele sind der Meinung, Young ist nochmal einen Tacken besser. Also, ich glaube, wenn du den holst, hast du automatisch für deine Defense ja einfach einen Playmaker, der wirklich was verändert. Dazu mit dem Christian Wilkins an der D-Line, da könntest du wirklich was aufbauen, was langfristig dich echt nach vorne bringt. Denn Quarterback ist halt immer. Hit or miss, kennen wir alle, ist einfach so, haben auch die Dolphins jahrelang hinter sich. Also, seit wann suchen die Dolphins einen Quarterback? Seit Dan Marinos Karriereende suchen die Dolphins einen Quarterback, der einfach wirklich langfristig die Antwort auf alle Fragen ist. Und das schon ziemlich lange. Insofern wirst du da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Natürlich ist der Druck groß und du wirst, denke ich, nicht umherkommen, einen Quarterback zu draften. Zum Glück hast du aber auch drei Picks in der ersten Runde, also ist vielleicht der Druck gar nicht so groß, dass du deinen ersten Pick dafür nutzen musst. Wie gesagt, meiner Meinung nach, Chase Young wäre für mich der bessere Spieler, der Spieler, der dir auch sofort hilft, denn wer auch immer dein Quarterback wird, kann er dir sofort helfen. Wenn ich mir einen Josh Rosen angucke, der auch kein Rookie mehr ist und trotzdem nicht besonders sattelfest in Miami wirkt, schwierig daran zu glauben. Deswegen, ich würde mit dem First Pick, den sie haben, egal ob es der First oder Raw Pick, selbst dann würde ich Chase Young nicht ausschließen, weil es der beste Spieler im Draft ist. Zu dem, was ihnen so ein bisschen zugutekommen könnte, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Miami dann auch durchaus bereit wäre, auch nach oben zu traden, mit den drei Picks, die sie haben. Warum nicht? Denn sie haben ja genug Material, was sie durchaus auch abgeben könnten, an Picks, nicht an Spielern. Ich glaube, wenn sie diese Entscheidung mit Chase Young treffen würden, egal welchen Pick sie da haben und ihn kriegen würden, würde das Ganze A so ein bisschen verschieben.
Plus, wenn man sich die anderen Teams anguckt, die Jets, die werden keinen Quarterback draften. Die Redskins, die werden keinen Quarterback draften. Die Bengals, schauen wir mal. Deswegen wollen sie ja wissen, ob Ryan Finley die Lösung sein könnte oder ob sie doch einen draften müssen. Aber ne, ihr seht schon, es ist gar nicht so, dass sofort ein Quarterback unbedingt, die gehen nicht. Also es ist nicht gesagt, dass unter den ersten 5 plötzlich 3 Quarterbacks weggehen, weil der Need gar nicht da ist bei den schlechtesten Teams. Auch Atlanta wird keinen Quarterback draften. Davon gehe ich mal stark aus. Auch New York wird keinen Quarterback draften. Cleveland nicht, Arizona nicht. Tampa könnte dann eher so interessant sein, ja. Denver auch nicht. Also es sind tatsächlich unter den aktuellen Top 10 kaum Teams, die Interesse an einem Quarterback haben. Deswegen die Chance mit dem zweiten Pick, entweder direkt oder indem man den ein bisschen hochtradet, einen Quarterback zu bekommen, ist sehr groß. Deswegen würde ich mit dem ersten Pick tatsächlich Chase Young gehen, wenn er verfügbar ist. Und mit dem zweiten Pick würde ich auf Quarterback gehen. Tua wird dann höchstwahrscheinlich schon weg sein. Vielleicht ist auch Herbert schon weg. Mal gucken. Aber es gibt ja noch ein paar andere interessante. Jake Fromm ist ein Name, den man sich merken muss. Joe Burrow mit seinem Heisman Race dieses Jahr ist auf jeden Fall ein Quarterback, der sehr viel Buzz erzeugt, mehr als jeder andere. Ob er wirklich ein First-Round-Pick ist, bin ich noch skeptisch. Aber es ist auf jeden Fall ein Name, der durch die Decke geht seit Wochen. Aber ich glaube, da kann, vielleicht kriegt man dann Herbert sogar noch mit dem Pick, den man hat. Vielleicht, wer weiß. Denn er spielt jetzt auch keine... Der spielt eben nicht so eine Saison wie Joe Burrow. Der spielt eine sehr gute Saison, aber eben keine überragende Saison. Und dem einen oder anderen reicht das dann schon, um zu sagen, naja, dann ist er eher so ein Pick um Nummer 10 oder so. Ich bin ja eh kein Freund davon, first of all, einen Quarterback zu nehmen oder immer einen Quarterback nehmen zu müssen. Best Player Available, Chase Young, wenn sie ihn kriegen können, sollten sie unbedingt zuschlagen, hätten auf Anhieb eine D-Line mit Christian Wilkins dazu, dann vielleicht holst du dir in der Free Agency noch, keine Ahnung, Mike Daniels oder sowas, oder vielleicht kriegst du Jadeveon Clowney und auf einmal hast du eine D-Line, die richtig ernst zu nehmen ist. Und mit deinem dritten Pick in der ersten Runde auf jeden Fall ein Tackle, auf jeden Fall ein Offensive Lineman und unbedingt ein Tackle. Das ist ein Draft, der gut gefüllt ist mit sehr talentierten Offensive Linemen, vor allen Dingen auf Tackle, also da kriegst du selbst gegen Ende der ersten Runde noch richtig gutes Material. Das sind, das, so wird es sich gehen. Chase Young, Quarterback, Tackle. Das wäre meine Vorgehensweise. Dann in, mit den Picks, die du danach hast, nochmal Offensive Line auf jeden Fall gehen. Cornerback kannst du auch gut holen in der zweiten Runde. Das wären so, ja, vielleicht dann auch mal ein Wide Receiver, auch nicht so schlecht. Also so würde ich mit der Sache vorangehen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt einen Namen wollt, ist halt schwierig, weil man nicht sehen kann, wo landet dieser zweite Pick von Pittsburgh am Ende. Das ist ja nicht ihr eigener. Also Stand jetzt wäre es halt irgendwo im Mittelfeld. Irgendwo, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Ich glaube, ja, irgendwo im Mittelfeld. Irgendwo 16, 17 momentan. Könnte schon sein, dass dann Quarterback interessant wird. Vielleicht müssen sie da, wie gesagt, ein bisschen hochtraden. Aber das Material dafür hätten sie ja, weil das, wenn ich mir die anderen Teams da angucke, wie gesagt, Detroit wird kein Quarterback holen, Jacksonville nicht. Die Chargers, vielleicht überraschen die. Die müsste man zumindest auf der Uhr behalten. Tennessee, ja, die werden natürlich sich umgucken müssen. Die Raiders, ey, come on, hört auf mit Derek Carr, kann's nicht. Die Raiders haben ihren Quarterback, die werden sich keinen holen. Insofern... Vielleicht müsste man tatsächlich 2-3 Spots nach oben, aber wie gesagt, Miami hat das Material dafür, um zu sagen, ja komm, dann kriegst du hier von mir aus einen Zweitrunden-Pick und nächstes Jahr nochmal einen was auch immer Pick. Würde ich so sehen. Wie gesagt, Offensive Line fände ich wichtig, euch jetzt da einen Namen zu nennen, irgendwo Ende erste Runde, da gibt es einige Talentierte, wer da wo am Ende landet. Vielleicht ist Alex Leatherwood von Alabama, der ist so Ende erste Runde. Stand jetzt durchaus jemand, Walker Little, Stanford ist ein Name, Mitte erste Runde. Wie gesagt, wir sind noch weit weg vom Draft, da passiert noch viel. Da werden noch viele hochrutschen, runterrutschen, deswegen, das ist noch sehr vage. Aber ich fände es sehr spannend, das mal durchzuspielen. Vielleicht dann tatsächlich mal so Richtung Draft sollten wir das Thema nochmal aufgreifen. Eine Sondersendung Miami Dolphins. Welche Spieler holen die Dolphins? Die haben ja genug, das wäre irgendwie... Ja, das könnte spannend werden. Aber kurze Zusammenfassung. Chase Young, komme was wolle. Das ist so ein bisschen wie bei Draft Bay. Wenn ich bin Kevin Costner und habe diesen Zettel. Pick Chase Young. So, dann Quarterback.
War möglich ein bisschen hochtraden dafür und dann Offensive Lineman. Das war's für diese Woche. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, ob ihr da andere Spieler seht oder meiner Meinung seid. Lasst mich gerne wissen und wie immer schicke Fragen stellen. Eine frische Wette hier und da tut auch gut. Also, bis nächste Woche.